Tja, Leute, hallo, wie komme ich zu eurer kleinen Sparkasse? Wie geht's euch? Ein paar schöne Gagarts, 3 Mark 50 plus Dück. Jetzt verpiss dich, Rory. Alles klar, grüß den Wede von mir. Ja, ja, ciao. Hallo, willkommen zu Dragon Quest Monster Truck 3, yay! Ja, wir sehen, wir sind in der Bank. Und heben jetzt mal ein bisschen Geld ab. 10.000. Ich habe einzahlen gemacht. Scheiße. 10.000 auszahlen. So. Ich habe ein bisschen dran rumgespielt und habe es geschafft, einen Tyrannosaurus Rex und meinen Rex zu behalten. War ich relativ einfach. Ich habe mir noch einen Springschakal gemacht. Den hatte ich noch in der Reserve. Und den zweiten Abgrundzauber kann ich auch noch zur Reserve behalten. Außerdem habe ich was bemerkt. Der wird schon alleine, wenn man 149 Erfahrungspunkte bekommt, das kriegt man relativ leicht in diesem Zeit des Spiels, an der, wo ich die Ranken besiegt habe, steigt ja schon mehrere Level auf. Das heißt schon ziemlich viele Level. Wollen wir noch gucken, was ich meinen Raptier jetzt mal kurz ausrüste. Ich sollte mir dann auch später noch mal ein paar Items besorgen. Kriegshammer würde um 1 steigen, seine Angriffskraft, zu dem, was er jetzt drauf hat. Ein Florett? Nein, da war doch gerade was. Ah, hier, Zombie-Spalter. Zombie-Spalter für dich. Gut, was brauche ich? Bittere Arznei, was bringt das? Einzige Pfeil alleine, ein Schadensbericht. Isolator erhöht die Resistenz eines Okay, das kenne ich ja. Hexengrosche. Pulver, ich nehme von den beiden mal nichts mit diesem Teuer. Aber ich hole mir mal ein bisschen starke Arznei. Deswegen brauche ich die jetzt unbedingt. So. Hey, es ist wie bei Gothic. Ich habe unendlich viel Platz. So, und jetzt werde ich mal wieder eins meiner Lieblingssachen jetzt benutzen. Metallticket! So, und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen trainieren. Also das letzte werde ich mir natürlich aufsparen. So. Nanu? Geht das vielleicht dann weg? Ich gehe erstmal hier hin zum Wunderwald. Mal gucken, ob der Don wieder da ist, ey, Captain. Tatsache! Jetzt seht ihr den Kerl auch mal zum ersten Mal. Captain Cray, heißt du? Weiß nicht. Ich, Captain Cray, beherrsche über die 7 Meere. Was denn, du schon wieder? Hast wohl noch nicht genug von mir. Das erste Mal war ein Glückstreffer. Das passiert mir nicht so schnell wieder. Ich habe dir ein Seemannsgrab versprochen. Seemannsgrab. Und das sollst du auch kriegen. Geil, witzige Sache. Der kämpft nicht persönlich gegen mich. Er schickt seine Hand. Warte mal, ist das ein Klamottermann? Nee, das ist ein Korsar. Knochenkorsar. Schade, ich dachte, ich könnte das vielleicht werben. Ich bin ein bisschen overpowered gegen die. Der einzige, der vielleicht eine Gefahr sein könnte, der Knochenkorsar in der Mitte, aber. Fertigkeitsfutsch. Lame, du bist tot. Du überlebst den nächsten Angriff nicht. Tot. Doch nicht. Jetzt aber. Yay. Wie viel kriege ich dafür? 312. Wow, Tyranno wurde auch zu Level 5. Cool. Tyrannosaurus. Ist noch. Reicht nicht. Blitzhieb. Reicht auch nicht. Gut, dann mal erhöhe ich mal die Angriffsstärke. Und Lebenspunkte. So. Na, was sagst du jetzt, Captain Cray? Zur Hölle!
zum Heulen, besiegt von einem Leichtmatrosen wie dir. Nächstes Mal lasse ich dich Kiel holen, haha. Captain Kree und seine Mannschaft erschwindet in der Dunkelheit. Entschwindet. Okay. Es regnet hier wieder. Kommt er jetzt schon wieder? Nö, ich höre wieder Musik. So. Was wohl hier passiert wäre? Komm, aber jetzt trainieren wir. Warte, es regnet hier auch? So, jetzt Splinter Cell Moves. Darf ich nicht sehen. Der Song macht es auch nicht gerade besser. Ah, verdammt. Der sieht mich. Das hat schon irgendwie was hier. Ob wir nicht. Einen schaffe ich auf jeden Fall von denen zu fangen. Als es bekommen. So. Habe ich mir überhaupt noch? Nein, ich hab's vergessen. Hoffen wir auf das Beste. Taktik? Nee. Befehl? Einfach angreifen. Du greifst den da an. Und du Hintieb nimmt die Schwerpunkt des Feindes aus Korn und beschert ihm einen kräftigen Wirbelhieb. Schärfung des Feindes aus, kommt durch Schärfung ein Hieb voller dunkler Energie. Normaler Angriff? Ah ne, dann nehme ich lieber einen Windhieb. Schöner Steinchen, bitte mal wenigstens Schaden. Na, natürlich. Yay! Ich habe auch immer Pech. Yay, der bleibt. Der auch. Cool. Yay. Ein Metallschirm ist tot. Cool. Und der haut ab. Nein, er lebt. Er greift an. Cool. Mach kritischen. Ja, der haut jetzt ab. Ich hab's gewusst. Trotzdem 1104 bleiben hier. Und Horndrache ist Level 19. Tyrannosaurus kann jetzt noch stärker werden. Blitzhieb. Jetzt kommt noch der brennende Hieb dazu. Komm, machen wir das noch hier drauf. Gracias. Angriffsstärke. Pegelresistenz, Weisheit. Knack. Das ist der Knackpunkt in unserem Plan. Oh, der kann Meditation bekommen. Das ist eine geile Fähigkeit. So. Was? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Verdammt. Jetzt regnet es hier. Was ist das denn? Was ist denn das für ein Wetter? Nebel. Seht ihr das, was ich gerade sehe? Oh, meine Horndrachen griffen mir jetzt hier auch noch so an. Und Heilschleime. Interessant. Ich will euch. Danke. Ich liebe es. Das sieht ja jetzt geil aus. Mal gucken, wie viel das jetzt abzieht. Also wie viel Erfahrung kann ich bringen. Rempler. Die sind stark. Die sind sehr, sehr stark. Habt ihr gerade gesehen, wie viel dieser Rempler mir abgezogen hat? Ach übrigens, ich könnte jetzt mit meinem Tyrannosaurus Rex da unten
also mit meinen roten, rot, könnte ich einen göttlichen Drachen machen, also heiligen Drachen. Problem, das Ding ist auch ist wieder mal ein Zweiteiler. Also er besteht aus, er nimmt zwei Plätze auf. Gibt's hier auch was Neues? Nö. Ich verzwisch mich mal hier. Ich teleportiere mich zum Anfang des Levels wieder, weil ich nicht laufen will. Mal gucken, was gibt's noch, was ist hier noch los? Gar nichts mehr. Gut, dann machen wir mal die Arena wieder mal. Hi. Was ist hier drin, wieder? Was Schönes? Eine starke Arznei. Das hätte ich nicht genug davon. Yo, Don Maulwurf, altes Haus, Kumpel, Fetti, du mit deiner schönen Mondschattenharfe. Wir tun uns einen heiligen Pflicht, indem wir diese Meisterschaft ausrichten. Ich hab das erst nicht vorgelesen, scheiße. Ich darf nicht so viel dafür verraten, aber bald kommt alles ins Licht, sehr bald. Also deine obercoole kleiner Freund, kämpf weiter und hol dir den Sieg. Ich heiße unser britische Kumpel, die mit der Witz zu lesen, mit der das kann ich. Und ich hol mir den C. Also Roger, es ist Zeit für Runde C. Dann muss es gar auf meinen Schaf. Keine Angst, selbst wenn ein Team verliert, verliert sie keine einzige Münze und bla. Cool. Ja. Ich habe keins dieser Wesen bisher nicht einmal gesehen. Knack. Ja, in der Mitte schon mal Schrott. Oh, ist das... Oh, die Gegner liebe ich. Die rechten. Ein Klunkerbeutel. Warum? Das werdet ihr sehen, wenn ich sie mal in freier Wildbahn treffe. Round 2! Unser Kumpel hat Runde 1 gewonnen. Ja, ist klar, ich weiß. Ich will Runde 2. Ich will die Runde 2 mal sehen. Was steht jetzt vor mir? Oh! Riesenschleim, Schleimritter und Engelsschleim. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Selbst wenn ich wollte, ich kann keine Befehle meinen Leuten geben. Ich könnte Metallschleimritter machen, fällt mir da so ein. Also ich konnte es, ich weiß nicht, ob ich das so kann. Ich kann noch nicht mal Gepäck benutzen, scheiße. Aber das passt schon. Und dort. Haha, das geht ja richtig gut jetzt. So, was... Okay, jetzt kommt bestimmt irgendwas richtig Brutales in der dritten Runde. Sichelschlitzer und ein Fechtfuchs. Oh ja, ich liebe Fechtfüchse. Autsch. Komm, krepiert. Knack. Bäh. Scheiße. Windstoß. Tja. Ich glaube, diesen Kampf habe ich gewonnen. Nicht, weil die jetzt alle kaputt sind, sondern... Weil jetzt einer kaputt ist, sondern eher... mein Rex T... hat noch fast voll Lebenspunkte, der hat über 300 noch. Blender. Und das war's. Yay! Das hat Geld gebracht. Schöne Melodie. Juhu, der Stachelkopf aus der Oberwelt gewinnt Rang C. Und die Maulwürfe wissen, wie man Größe belohnt. Hier ist ein Preis. Partisane. Nicht Partisane, sondern Partisane. Du kämpfst gut, mein guter Freund. Ich fahre voll auf deinen Monster ab. Kämpfe weiter so und deine neue Länder werden bald offen stehen. Die oft offen stehen.
Also, ich finde ja, ich bin immer noch etwas zu schwach. Das war nämlich gerade schon ziemlich knapp. Ich sollte vielleicht Terrano noch ein bisschen trainieren. Aber soll ich dafür noch so mit, soll ich dafür noch das Metallticket benutzen? Ich weiß nicht. Ich würde nämlich auch gerne mal so einen diesen Metallkiller oder wie das Ding heißt, mal in Aktion fangen. Also das Ding fangen. Würde ich auch mal gerne. Gibt's hier irgendwas Neues? Nö. So. Gehen wir mal Finsterförde. Warum geht ja eigentlich dauernd zur Finsterförde? So. Mal gucken, ob irgendwo ein anderes Wetter ist. Ja, hier regnet's. Normalregen. Aber es hat einen kleinen, es hat schon einen Grund, warum ich jetzt hierher komme. Nicht wegen euch. Wieso ist der Kerl in mich reingerannt? Ach komm, ich mache euch einfach schnell platt. Ich bin ein bisschen stärker als vorher, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Wem es aufgefallen ist. Tyrannosaurus und Hakkosaurier sind ein und dieselbe Kreatur, bloß in einer anderen Farbe eingefärbt. Was ich eigentlich total nicht schlimm finde. Weil Hakkosaurier ist grün. Tyrannosaurier ist blau. Ja, blau. Rot. Das ist doch eigentlich ganz okay. Also haben die beide verschiedene Waffen. Hakkosaurier hat eine Axt und Tyrannosaurier hat einen Hammer. Ist doch alles okay. Und was erwartet mich hier? Was ist das? Was? Also das ist so ein komisches Kraut. Aber ich bin hier wegen aus einem bestimmten Grund. Ich möchte mir eine bestimmte Kreatur fangen. Hoffentlich ist das noch hier. Ja, ist schon klar, dass das Ding ist. Da ist sie. Das ist sie. Meine Katze. Komm her. Ich will eine Raubkatze. Ja, das Team hat sie überrascht. Cool. So. Wir machen sehr viel Schaden. Wir sind auf einem schönen hohen Level. Also Rang. Okay, das ist eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, dass ich es fange. Bitte, 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 bitte! Ich hasse euch. Ich hätte überhaupt keinen Schaden gemacht. Gut, dann mache ich euch einfach platt. Bummler. Die Frösche sind totale Loser. Aber die Säbelzahntiger hätte ich sau gerne. Das werde ich nochmal nachholen. Säbelzahnkatze zu holen, die Säbelzahntiger. Aber anscheinend ist das gar nicht so geil. Oder ist das Ding vielleicht doch eins der oberen? Weil Säbelzahnkatzen haben, Tiger haben in Dragon Quest, soweit ich weiß, immer eine hohe Bedeutung gehabt. Ha. Gehen wir nochmal wieder zum Anfang. Also ich glaube, diese Folge weiß ich, wie ich sie nenne. Bin ich zur Arena gegangen, bin ich blöd. Ich glaube, die Folge nenne ich Reisen. Immerhin mache ich eigentlich fast nichts, außer die ganze Zeit herumreisen. So. Frostfjorn. So. Warte mal, ich hätte doch irgendwann mal was vor. Ich wollte, glaube ich, mal diese, diesen Wurm, glaube ich, wollte ich in dieser Folge mal platt machen. Grad. Ah, das ist ja neben. Okay, ich hatte vor, diesen Wurm platt zu machen. Dann probieren wir es mal aus. Ich weiß nicht, ob das klappt.
Ich heil mich noch mal kurz. Dann benutze ich das Fluxportal. Weil ich kann mir eigentlich nicht so vorstellen, dass der Wurm jetzt so unglaublich stark ist. Also, ich schätze er schwächer als das die Viecher, die wir bisher gesehen haben. Weil, hier nichts, was mich aufhalten will. Wirklich? Hm, ja, für dich. So. Jetzt müsste hier eigentlich der Wurm drin sein, glaube ich. Hm, hier ist der... Da ist der Wurm drin. So. Und? Hä? Wo ist der Wurm? Wo ist der Schlängler? Ich ernte mal, dass er hinten. Ich bin gerade total verwirrt. Schön Steinchen. Huh. Gut, dann gehen wir noch mal Karre Karst. Nur mal kurz dahin zu gehen, und dann direkt wieder in den Metallbereich zu gehen. So. Weil jetzt benutze ich mein letztes Metallticket. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Das letzte hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ach komm. Die Monster, die ich beim Regen bei den beiden Orten finde, sind sowieso nicht so die geilsten. Hoffentlich bleiben die jetzt in der Nähe. Ich habe sie nicht überrascht, das heißt, ich habe keine Chance zu versuchen, das zu wärmen. Außer habe ich ihn vorher zu trainieren. So, Befehl. Zonef. Atemraub. Ich muss so gut wie es geht das Ding so viel Schaden wie möglich einsetzen. So. So gut wie es geht muss ich auf dieses eine Monster so viel Schaden wie möglich einsetzen. Sehr viel Schaden können die Viecher sowieso bei mir nicht machen. Ah. Macht eh nichts. Ja, doch, hier, das hat schon was abgesehen. Okay. Fehler. Du machst dieses Vieh kaputt. Du kannst das Vieh an. Du auch. Und ich schmeiß nochmal einen schönen Stein auf den. Okay. Yes! Geil! Bam! Und tot! Nächstes! Ah, verdammt, nur ein Schaden! Verdammt, gar kein Schaden! Monster Mist! Bringt zwar eigentlich auch wieder fast nichts, aber egal. Ah! Aber es greift wenigstens an. Ja? Ja! Yes! 2128. Ja. Langsam werden meine Wesen immer stärker. Terrano. Mehr verteidigt, mehr Lebenspunkte. Mehr, was sind das? Heilungshieb. Das ist die Fähigkeit, kenne ich, das ist sowas wie so ein Vampirbiss. Die Lebenspunkte, die ich den Gegner abziehe, kriegt mein Monster zugerechnet. Was? Komm schon. Sieh mich ja nicht. Und ich komme von hinten. Eigentlich müsste ich die ja eigentlich jetzt überrascht haben. So. Befehl. Du greifst den da wieder an. Du machst das da und du machst den hier.
Und mal gucken, was habe ich noch im Gepäck? Monsternest. Einfach drauf, so gut wie es geht. Ich glaube wieder nicht. Hasenfuß. Das ist das große Problem, warum eigentlich die meisten Leute Metallschirme wirklich hassen. Die Viecher hauen andauernd ab. Man hat echt keine Chance. Man hat meistens keine Chance, sie zu fangen. Also fangen tut man denen manchmal auch nicht, aber sie zu besiegen. Wenn die nicht abhauen würden, wären die auch nicht so ein großes Problem. So. Komm, lass wenigstens noch ein Monster da sein. Mann, alter Mann. Ich kann nicht sprechen. Nebel. Komm. Ich bin mal so frei, mach nochmal die nächste Geschichte. Ich dachte, sind meine Leute. Nach den Rängen zu rechnen. E, C, B. Aus dem muss ich unbedingt irgendwann was Stärkeres machen. Aber bis jetzt macht er immerhin schon noch immer noch ziemlich fett Damage. Da 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 da. Judas Priester! So, jetzt bin ich schon bei B. Alles Roger in Kambodscha. Zeit für Runde B. Bin blöd. Da Beinhart. Wie diesen B? Echt jetzt? Kann ich irgendwie kaum glauben. Okay, das erste Spiel müsste jetzt eigentlich tot sein. Ja. Tot. Ach nee, das sieht ja doch ein bisschen mehr aus. Hey, ich glaube, das Spiel habe ich irgendwo schon mal gesehen. Das glaube ich, kann ich mir irgendwo fangen. Aber wo, weiß ich leider nicht. Oh. G. Das könnte ohne den sehr knapp werden. Ja, ich weiß. Ach Gott. Die regenerieren aber auch nicht nach dem. Ey, komm, das ist ein Witz. Mobs Bambo. Super, MP. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Gigahieb, nicht genug MP. Jetzt sind wir doch mal ehrlich. Jeder dieser kleinen Viecher ist eigentlich total eine Lusche. Vor allem die in der Mitte. Ich nehm's zurück. Die in der Mitte sind ziemlich heftig. Kommen ich hab den Namen. Ah. Was zur Hölle? Mami? Wie? Oh mein Gott, ich werde sterben. Okay. Solange jetzt nicht irgendwie was richtig Heftiges in der dritten Runde kommt, überlebe ich. Yeah. Ich kann aufgeben. Ach was, ich gebe nie auf. Never give up. Ich gebe niemals auf. Ich werde nie aufgeben. Es ist noch nicht vorbei. Kannst du Wasser leben? 1, 2, 3, Ring frei. Was? Die hat meinen Angriff reduziert.
Kriegsschrei. Okay. Noch habe ich eine wirklich reelle Chance. Rex-T ist zum Glück noch ziemlich gut an der Lebenspunkte. Die ziehen zum Glück nur sehr relativ wenig ab. Aber dadurch, dass sie seine Angriffskraft reduziert haben, könnte das doch schon ziemlich knapp werden. Kriegsschrei bringt nichts. Scheiße, das hat doch was gebracht. Aber wenigstens, wenn er jetzt wieder angreift, macht er wieder normalen Schaden. So, und jetzt macht. Ich habe gesagt, jetzt macht wieder richtig Schaden. Genau. Oh Gott, das. Wir haben gerade mit einem Angriff über 100 Schaden gemacht. Und er lebt immer noch. Okay, das ist jetzt knapp. Das wird ziemlich knapp. Ich weiß nicht, wie viel dieser Springschakal an Lebenspunkten hat. Das wird ein Duell. Noch kaum ein Drache ist besser als ein Schakal. Hab ich nicht recht, Drachi? Ich hab's knapp geschafft, Zara. Ich hab's geschafft. Der Stachelkopf hat gewonnen. Und mit Mauserfen wissen wir, wie wir bestrafen. Zombie-Spalter, cool. Wow, Kleiner, du bist ganz schön mächtig geworden. Jetzt ist Rang A dran. Gewinnst du den Rang, zeige ich dir den neuen Weg. Fuck you. Vergiss es. Erstmal werde ich aus meinen Drachen hier irgendwas Besseres machen und die noch ein bisschen heftiger trainieren. Das wird so echt nichts. Gehen wir mal zur A. Ich komme nicht raus. Wie viel Prozent dieses Spiels haben wir denn eigentlich schon hinter uns? Fast 20%. Also ich werde nicht 100% anstreben. Weil damit wird schon bestimmt auch noch die Monsterliste voll sein müssen und so bla alles. Also ich werde irgendwann, wenn ich das alles voll habe, werde ich das nochmal nachreichen mit jedem Monster, aber jetzt. Jetzt echt nicht. Nein. Weil das sind, glaube ich, über 500 Monster. Ich kann mich irren, aber es sind trotzdem sehr viele Monster. Also ich werde, so gut wie es geht, so viele Monster wie möglich zeigen, so. Aber echt nicht. Nee. Ich werde das nochmal nachreichen, dann, wenn ich es gemacht habe. Aber jetzt echt nicht. So. Aber jetzt wollen wir mal gucken, was ich aus meinem Drachen machen kann. Ach, aber sieht ja nicht schön aus. Hat doch was. Okay. Hallo. Monster. Abfrontaucher, Horndrache. Rankendrache. Guck mal, Himmelsschlange. Aber dafür würde ich Tyranno hergeben. Rankendrache ist ein Typ E, genauso wie er. Scheiße. Horndrache. Grüner Drache, Tanzteufel. Rankendrache, Ohrendrache. Ohrendrache? Typ D zwar, aber. Schnecke, Schneegolem. Rankendrache. Gott, Rankendrache, Himmelsschlange, Seeritter, Rankendrache, Hühner, Tanzteufel, boy. Aber wisst ihr was? Ich hatte ihn zwar schon, vielleicht einen Goldgolem. Ach, ich mach doch mal einen Ohrendrache. Kann ja nicht schaden. Okay, Angriff. Abwehrstärke. Synthese. Zeit für eine Fusion. Synthetisiert. Und mir fällt wieder kein Name ein. Und es bleibt bei den Drachen in meinem Team. Was mir jetzt eigentlich so auffällt, auf welchen Level sind die eigentlich jetzt alle?
dort sehen. WTF. Kann ich vielleicht dann noch was rausziehen aus dem, das ich habe? Okay. Springschakal. Himmelsschlange. Oder ein Horrorhahn. Oder ein ein normaler Golem ist schwächer als ein. Stärker als ein Goldgolem. Ab. Pseudomacho! Persönlich mag ich den. Den mag ich echt, den Pseudomacho. Heilschleim, Pseudomacho, Stiefelhopser, Sichelschlitzer. Sichelschlitzer! Pseudomacho, 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 Pseudo, Pseudos. Ein Horrorhahn. Ach, das ist der wieder. Abgrundstaucher. Ey, ein Feuervogel. Skelett oder Flederschleim, Feuervogel, Flederschleim, Dunkelschleim. Himmelsschlange, Tyrannosaurus. Ich kann noch einen Tyrannosaurus benutzen. Dunkelschleim und noch ein Tyranno. Todesrüstung, Stiefelhopser. Was mache ich denn nochmal? Ach, ich mach mal einen Feuervogel. Firebird. Knister. Angriffsverstärker und Jäger. Synthese. Scheiße, hätte ich jetzt Fox nennen können. Oder Falco. Was kann ich denn noch? Springender Schakal habe ich ja noch. Horrorhahn? Ach ja. Achso, Feuervogel und den könnte ich nochmal an Tyrannosaurus Rex machen. Apropos, Feuervogel plus. Was? Wampendrache. Super. Schnapp. Schnapp. Also das war der ja. Feuervogel plus irgendwas würde doch was, schon was Gutes ergeben. Riesenmotte! Todesrüstung, Horrorhahn. Himmelsschlange. Ein Seeritter. Was ist denn ein Rang C, aber ein Seeritter ist auch Rang C. Aber ich mag den lieber. Was rede ich da eigentlich für eine Scheiße? Ich nehme es schon viel zu lange wieder auf. Gott, ich sollte es mir abgewöhnen, so lange zu brauchen. Aber das Spiel ist so schön, hier muss ich mir schon Zeit lassen. Gott. Jetzt werde ich euch noch live zeigen, wie ich ein paar Samen verteile. Feuervogel, nein, ein Ohrendrache braucht viele Punkte. Ein Lebenssammler hat ein wenig Lebenspunkte. Tyranno braucht mal Lebenspunkte. Ausdauersamen. Der hier. Müssen wir abwehren. Flinkheit. Flinkheit, wir brauchen müssen wir Flinkheit. Der hier, eindeutig. So, das war's aber jetzt auch. Ich speichere und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und zwar jetzt. See ya! Bis zur nächsten Folge. Tschüss!